Kann eine Sperrzeit eintreten, wenn man das Arbeitslosengeld als Brücke zur Rente nutzt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Arbeitslosengeld kann man bis maximal 24 Kalendermonate nutzen, und zwar auch als Brücke zu einer Altersrente. Wir hatten da mal in der Vergangenheit einen Beitrag zum Thema, wie kann ich die Zeit bis zur Altersrente sinnvoll nutzen oder überbrücken, zum Beispiel auch mit dem Arbeitslosengeld veröffentlicht. Die vorgezogene Altersrente ist eine Rente, die vor Beginn der Regelaltersrente in Anspruch genommen werden kann. Und diese sogenannte Brücke zur Rente kann aber auch bildlich gesprochen einstürzen, wenn Sie mit einer Eigenkündigung die Arbeitslosigkeit verursachen. Denn geplant ist ja, dass Sie mit dem Arbeitslosengeld die Zeit bis zur Rente überbrücken, also nutzen, um entweder überhaupt erstmal eine Altersrente zu bekommen oder aber dann eine Altersrente zu bekommen, die wenig oder gar keine Abschläge hat. Fatalerweise ist es so, wenn man eine Eigenkündigung dann durchführt aus dem Arbeitsverhältnis heraus, und zwar ohne triftigen Grund, kommt es dann zu einer Sperrzeit. Und diese Sperrzeit beträgt 12 Wochen, und zwar ab Beginn des Tages, wo man Arbeitslosengeld eigentlich beanspruchen möchte. Damit aber leider nicht genug. Nicht nur die drei Monate am Anfang tun dann wahrscheinlich richtig weh, sondern die gesamte Bezugsdauer vom Arbeitslosengeld 1 wird auch nochmal gekürzt um weitere 3 Monate. Das heißt also, in Summe habe ich dann nicht mehr 24 Kalendermonate Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern in Summe nur noch 18 Kalendermonate. 24 minus 6, 18. Daher sollte man sich wirklich genau überlegen, bevor man das Arbeitsverhältnis beendet, was man da macht. Oder wie man sein Arbeitsverhältnis beendet. Wer zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen sein Arbeitsverhältnis beendet und das auch in die Kündigung mit reinschreibt, der hat bei der Sperrzeit oder bei einer drohenden Sperrzeit bessere Karten und kann dann auch das Arbeitsamt oder die Mitarbeiter des Arbeitsamtes davon überzeugen, keine Sperrzeit auszusprechen. Oder man beendet das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen und bekommt vom Arbeitgeber eine Abfindung unter Einhaltung der Kündigungsfrist ausgesprochen und gezahlt. Dann wiederum kann das Arbeitsamt auch für solche Beendigungsgründe keine Sperrzeit aussprechen. Daher unser Tipp: Planen Sie Ihren Austritt aus der Arbeit ganz genau. Achten Sie darauf, was Sie in die Kündigung reinschreiben oder in die Aufhebungsverträge. Nur so können Sie teure Fehler vermeiden und auch entspannt dann in die Altersrente reinkommen. Näheres zum Thema Brücke zur Rente und Sperrzeit beim Arbeitslosengeld finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.